Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe jetzt ein paar Bilder vom Ort des Geschehens erhalten. Ich konnte die Authentizität nicht überprüfen. Ich gehe aber fest davon aus, dass es dort genauso aussieht, wie es sich hier darstellt. Wir haben zum einen den Weg von Frank Magnitz, wie er hier entlang geht. Dann haben wir die Einstellung, die Kameraeinstellung, die sich aus der Kameraposition hier ergibt. Hier war der Bauarbeiter, hier kam Frank Magnitz entlang und hinter ihm gefolgt die Täterinnen oder Täter. Hier die Kamera 2, die den Überfall einfing, den tatsächlichen. Sie liegt etwas im Dunkel. Und hier hinten sind noch einmal zwei Kameras. Ich will noch mal kurz die Situation darstellen. Einmal Kamera 1, wieder zurück. Man beachte die Fenster hier zum Beispiel. Die sind hier genau wieder zu sehen. Diese Fenster hier und hier. Ich will jetzt die einzelnen Kameras zeigen, die vor Ort sind, in Nahaufnahme. Das ist die Kamera 1 der ersten Szene. Das ist Kamera 2 der zweiten Szene. Und hier sind Kamera 3 und 4. Und noch einmal Kamera 3 und 4 oder 4 und 3. Hier ist der Durchweg, wie er auch im Video stattgefunden hat. Ich habe jetzt folgende Bitte an meine Zuseher. Wer kennt Hersteller und Modell dieser Kamera? Genau jener Kameras. Es scheint sich um eine einzige Marke zu handeln, einen einzigen Hersteller bzw. ein einziges Modell. Deswegen hier noch einmal in Großaufnahme alle vier Kameras. Ich hätte gerne die Auflösung dieser Kamera gewusst. Ich hätte gerne gewusst, wie hochauflösend diese Kamera ist. Danke.